Hallo, willkommen zu Exchange 2013 PowerShell Grundlagen. Jetzt wollen wir uns mal das Erstellen von benutzerdefinierten Objekten anschauen. Was ist das, benutzerdefinierte Objekte? Als erstes wollen wir mal eine Variable festlegen, und zwar soll die Variable heißen Mailboxes. Und die soll definiert werden durch ein Get Mailbox. Das heißt, getMailbox gibt uns ja alle Mailboxen zurück, die so in den verschiedenen Datenbanken vorhanden sind. Das Ergebnis wird dann in die Variable get, nicht get, in die Variable Mailboxes hineingegeben. Das heißt, hier habe ich jetzt meine ganzen User drin. Jetzt möchte ich mit dieser Variable etwas anstellen. Und zwar möchte ich die gerne erweitern. Ich lasse es nochmal anzeigen. Wenn wir uns mal angucken, oben haben wir jetzt Name, Alias, Servername und so weiter und so weiter. Wir wollen jetzt aber ein paar weitere Variablen dort mit benutzen, die so bei den Mailboxen nicht mit vorhanden sind. Das heißt, wir müssen eigene Objekte definieren, die damit angezeigt werden. Das machen wir erstmal implizit. Das heißt, wir legen nicht explizit ein eigenes Objekt an, das machen wir dann gleich nochmal, sondern wir machen das implizit. Das heißt also, in der Darstellung, die wir wählen wollen, da legen wir dann, verwenden wir ein selbst definiertes Objekt. Und zwar machen wir erstmal ein Select Object. Das heißt, bei unseren Mailboxen wählen wir dann aus, dass wir nicht alles haben wollen, sondern einen Teil. Und zwar wollen wir haben Name und wir wollen haben Database. Und jetzt fangen die Probleme an. Databubs, Database. So. Denn die nächsten Informationen, die wir haben wollen, nämlich Titel und Department, die bekommen wir nicht aus der Mailbox, sondern die bekommen wir aus den User-Informationen. Und jetzt müssen wir das irgendwie vermischen. Die Mailbox-Informationen mit den User-Informationen. Und da greifen wir dann auf die Möglichkeit zurück, eigene Objekte zu definieren, die Anzeige, um eigene Objekte zu erweitern. Und zwar machen wir das hier an dieser Stelle, indem wir dann als drittes Element, das wir anzeigen wollen, auswählen. Da machen wir jetzt ein Array und dann haben wir die Anzeige, die wir da verwenden, nämlich den Hallo. Name ist gleich Titel. Und da ist ein Expression. Und zwar ist das gleich get user Dollar unterstrich name. Und da habe ich jetzt einen vergessen. Und zwar muss da noch eine Klammer, eine öffnende Klammer hin. Get user name. Und zwar von diesem getUserName wollen wir nicht alles haben, sondern den Title. Also was haben wir? Wir haben über das @-Zeichen definiert, dass wir unser kleines Element einrichten wollen. Der Name soll sein Titel. Und als Wert haben wir dann Expression, also einen Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist getUser Dollar unterstrich name. Damit bekommen wir ein Objekt zurück. Dieses Objekt hat verschiedene Eigenschaften und Methoden und wir wollen die Eigenschaft Titel haben. Dann wollen wir noch eine zweite Geschichte haben und zwar wollen wir als nächstes dann haben, wir sagen nochmal Name ist gleich Abteilung Expression ist dann wieder ein Get User.
GetUser. Warum macht er das nicht? Er mag mich nicht, aber das macht nichts. GetUser, wir haben wieder $name. Und davon brauchen wir dann das Department. Dann machen wir dieses eine Element zu und das ist natürlich schade. Jetzt habe ich da oben eine geschweifte Klammer vergessen. Das ist natürlich doof. Das müssen wir eben mal kopieren. Das ist das Schicke an PowerShell. So, da haben wir jetzt genau das, was wir hier brauchen. Also das gucken wir uns nochmal an. $mailboxes. Ist gleich. Das ist der zweite Teil. Das ist der erste Teil. So, da haben wir das Select Object. Da haben wir das erste Element ist Name, das zweite Element ist Database. Das dritte Element ist Titel. Das vierte Element ist Abteilung. Dann wollen wir das da oben auch nochmal richtig machen. So, das ist doch hübsch. So haben wir dann alle vier Elemente unserer Aufzählung definiert. Und wenn wir das jetzt einmal ausführen lassen, ich mache das hier noch mal ein bisschen sauber. Das sieht doch viel besser aus. Dann bekommen wir jetzt unseren Namen, Database, den Titel und die Abteilung angezeigt. Alle vier Elemente. Wie gesagt, das sind eigentlich Elemente, die gar nicht zusammenpassen, weil das eine aus der Mailbox kommt, das andere aus dem AD über GetUser. Aber durch die Definition eigener Objekte haben wir das jetzt zusammenführen können. Hier habe ich jetzt nochmal ein weiteres Beispiel. Hier oben haben wir wieder unser $Mailboxes, das wir dann in eine ForEach-Schleife hineinpipen. Das Prozentzeichen steht ja fürs ForEach. Und dann legen wir innerhalb der Schleife ein neues Objekt an, wo wir jetzt schon mal explizit beigehen, ein neues Objekt anzulegen. Aber das ist jetzt noch kein eigenständiges Objekt, das wir mit einem Namen dort anschließend verwenden können. Das machen wir dann im dritten Schritt. Dem weisen wir Eigenschaften zu. Und da haben wir dann wieder unsere Namen aus der Mailbox und hier hinten wieder unsere Werte aus dem AD. Und das können wir auch nochmal uns angucken. Das Ergebnis ist letztendlich genau das gleiche wie eben, nur dass wir jetzt halt einen anderen Weg gehen. Und man sieht, das ist jetzt eine andere Reihenfolge, aber das spielt letztendlich gar keine Rolle. Titel, Datenbank, Name, Abteilung ist genau das gleiche wie vorher, nur dass wir hier jetzt einen anderen Weg eingeschlagen haben. Die dritte Variante, die wir jetzt hier haben, ist diese. Wir haben wieder eine ForEach-Schleife und jetzt definieren wir hier oben ein Objekt. Das Objekt heißt $Object. Und da sagen wir, dieses $Object wird definiert durch NewObject, das ist ein PS-Objekt. Und diesem Objekt werden dann anschließend verschiedene Mitglieder zugewiesen. Und anschließend wird das Objekt ausgegeben. Das können wir auch nochmal einmal ausprobieren. Wir haben auch hier jetzt wieder genau das gleiche Ergebnis wie vorher, nur dass wir jetzt dort halt explizit ein Objekt haben.
und man sieht hier in der Variablen Object, die wird ja innerhalb der Schleife immer durchgezählt, wird neu angelegt und entsprechende Werte werden zugewiesen, sodass wir nachher in dem selbstdefinierten Objekt anschließend die letzte Mailbox drin haben, den letzten Datensatz, den wir dort eingelesen haben. Hier nochmal ein Beispiel, wo letztendlich genau dasselbe passiert wie vorher auch, nur dass wir das Ergebnis dann anschließend in einen Pfad hineinlaufen lassen. Wobei, was soll da dahinter? Da kommt ein Minus hin. Das heißt, über dieses Export-CSV wird das Ergebnis dann in eine Textdatei hineingebracht. Das gucken wir uns vielleicht auch nochmal an. Geben das hier einmal Copy und Paste. Und wenn wir dann mal auf das Laufwerk C gucken, dann haben wir hier gleich unseren Report, der dann die entsprechenden Datensätze enthält. Und das Ergebnis ist dann genau diese Reihenfolge von Datensätzen. Okay, damit haben wir ein bisschen mit der Erstellung von Objekten rumgespielt, eine erste Einführung, eine erste Übersicht. Wir werden auch dieses Thema später in der Anwendung uns dann